Sammelst du die auch gerade für mich mit oder wie machst du das? Ja. Coole Sache, Mann. Boah, geht die Mucke mir auf die Eier. Du musst ja inzwischen schon seit 3 Stunden hören, ne? Knapp 3 Stunden. Naja. Ich glaube, ich habe nach 1 Stunde schon gewechselt hier. Boah, Ah, wir müssen uns mal zusammensetzen. Vielleicht ja. klaue ich mir mal ein bisschen Mucke von dir. Wir müssen eh mal generell irgendwie gucken. Ich habe was gefunden. Ah, ist ein Schwert, schade. Dass wir vielleicht irgendwie gegenseitig Musik zukommen lassen und wie, dass wenn du irgendwas Geiles findest, dass du sagst, hey, hol dir mal das und das. Und dann, wenn ich was Gescheites finde, dass ich dann wiederum dir was Gescheites zukommen lasse. Weil ich finde echt irgendwie, man muss aber halt gucken, dass es von den Rechten her in Ordnung ist, sag ich mal. Es gibt Lieder, die Das ist darfst es, ja, oder was? Das ist es. es gibt Lieder, die darfst du auf YouTube nehmen, zum Beispiel, das ist kein Thema. Also Ja, die. die sind, glaube ich, auch markiert dann Ja, 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 extra, ja. aber ich bin dafür Also. momentan zu blöd, um die rauszusuchen. Bei Irgendwie bin vielen ich zu weißt du schüchtern es für. halt echt nicht, ob du das nehmen darfst oder nicht. Das findest du erst dann raus, wenn du was genommen hast, was du nicht darfst. Ja, und dann ist es aber dann schon zu spät. Ja, es kommt dann darauf an, auf welchen Grad du das halt hast. Ne? Also, es wird da irgendwie in verschiedene, ich sag mal, Härtegrade unterteilt. Es gibt irgendwie Sachen. Da wirst du benachteiligt, okay, da hast du das verwendet, wo du keine Rechte dran hast. Copyright-Verletzung, ne? Aber passiert nichts, ne? Der Antragsteller, dem halt quasi das Musikstück gehört, macht nichts. Dann kann es sein, derjenige, der entzieht dir die Monetarisierungsrechte daran, dass du quasi keine Werbung schalten darfst. Er schaltet quasi entweder selber Werbung oder, ich glaube, es ist auch möglich, dass die Monetarisierungskosten geteilt werden. Oder er schaltet keine Werbung, aber du darfst auch keine Werbung machen. Dann kann es sein, dass derjenige das Lied stumm schalten lässt, ne? Ich hatte auf meinem Zweitkanal irgendwo ein Lied rumfliegen gehabt, ne? So von einem Video, was ich vor 7 Jahren mal gemacht habe. Und es wurde jetzt irgendwann im Laufe des letzten oder diesen Jahres wurde es stumm geschalten, weil der Rechteinhaber von seinem guten Recht Gebrauch gemacht hat und das Lied stumm geschalten hat lassen. Bisweilen hatte er irgendwie sich die Monetarisierungsrechte dran gesichert gehabt, dass er das quasi monetarisieren darf. Aber ja. Dann hat er irgendwann gedacht, nö, will ich nicht mehr. Und jetzt, seitdem war das Video halt stumm, komplett. Ne? Und im schlimmsten Fall kann es passieren, dass du dann komplettes Video gesperrt bekommst oder gar, dass du Strike kassierst. Und weißt du, was Strikes sind? Ja, so böse Daumen. Das ist wie im Baseball, glaube ich, ne? Wenn du 3 Strikes landest, bist du raus. Du hast community-rechtlich 3 Strikes und copyright-technisch 3 Strikes. Du kannst zum Beispiel 4 Strikes haben insgesamt, also 2 Community und 2 Copyright, dann kannst du trotzdem noch Videos machen auf deinem Kanal. Hast du jetzt 3 bei Community oder 3 bei Urheberrechten, bist du weg. Dann ist dein Konto futsch. Also wie du jetzt einen Community-Richtlinien-Strike hinbekommst, weiß ich nicht. Da musst du dich schon ziemlich anstellen und deine Zuschauer beleidigen oder was auch immer, ne? Also all das, was wir nicht vorhaben. Aber jetzt gerade so Copyright-Urheberrechtstechnisch ist es schon leichter, da was zu kriegen irgendwie. Du kannst zum Beispiel jetzt hergehen, nehmen wir mal an, jemand macht ein Best-of von deinem Karl-Online-Let's Play, ne? Und du kannst diesenjenigen komplett gar nicht leiden, ne? Weil, keine Ahnung, ist der Hans-Peter, ne? Nichts gegen Hans-Peters übrigens. Und du möchtest diesenjenigen ziemlich, ja, ans Bein urinieren, sag ich mal. Dann könntest du theoretisch hergehen und sagen, dass dieserjenige gestrikt werden soll. Das heißt, sein Video ist weg und er wird quasi dafür abgemahnt, dass er dein Material verwendet hat, ne? Das kannst du machen, musst du aber nicht. Ja. So, jetzt genug über YouTube geredet. Ich kann es schon nicht mehr, Alter.
Und sonst so, was macht Wetter? Warm. Warm. Ja. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ich bin jetzt fast Level 20. Soll ich auf Level 20 auf dich warten oder soll ich dann weitermachen? Ich bin 17. Ja klar, deswegen frage ich, ob ich weitermachen soll, aber ob ich warten soll. Ja, eigentlich, wir warten wäre schon eigentlich nicht schlecht, ne? Ja, okay, dann mache ich dann, wenn ich die 20 erreicht habe, erstmal eine kleine Aufnahmepause und gönne mir einen Tee. Können wir dann gleich in Ruhe zusammen machen. Das ist ja nicht schlimm, man kann ja dann, wie gesagt, du kannst ja auch mal Questen abgeben, die ich dir jetzt schon mal eigentlich vorgegeben habe. Stimmt, ja, ja, dann kannst du quasi erstmal ein paar Monster umhauen und leveln. Dann hau ich mich gleich mal kurz ja. Und dann zocke ich da ein bisschen. Ah ja. Du hast den Vorteil, du kannst die auf Distanz angreifen. Ich muss immer auf die Fresse kriegen von den Dingern. Aber cool. Aber noch. Ja? Noch bin ich ja noch Questen. Ah ja. Aber kohletechnisch bin ich echt schon gut unterwegs. Ich habe fast wieder die 10.000. Ich immer noch nicht. Ich habe jetzt zwei Schwerter bekommen, Level 21. Wenn ich die verkauft habe, habe ich die 10.000 voll. Läuft. Ja, auf jeden Fall. Kann man so machen, ne? Der ist voll der Skill und da brauche ich noch was. Ich mache mir halt ein bisschen Sorgen, dass mir irgendwann die Heilmittel ausgehen, weil ich muss ja ganz schön pumpen eigentlich. Gangster, jetzt nehme ich mir 6 Stück. Boah, Alter. Hardcore Gladiator. Was ist los? Ich sammle schon mal ein paar Wasserdrachenköpfe tatsächlich. Die kann man nachher auch abgeben und XP kassieren. Mhm. Kannst du quasi ein paar unliebsame Levels überspringen. Ja, aber die Quests müssen trotzdem gemacht werden dann. Naja, klar. Ich denke mal, das Ganze wird nur um einiges leichter werden, wenn du erstmal die Level 30 voll hast und dann erstmal gescheite Waffen kriegst. Du bekommst ja für diese Spezialquests da, wie hast du sie vorhin genannt? Weiß schon, ne? Weiß ich schon, was? Weiß nicht, was du meinst, welche Questen du meinst. Ah, naja, da gibt's so Questen, wo du halt mal ganz kurz einen XP-Schub kriegst. Ach, na ja, ja. Da hast du vorhin so einen coolen Namen gehabt, aber mir fällt es nicht mehr ein. Ja, da kriegst du ständig neue Waffen und wenn du erstmal über 30. Ja, ja. Oh, Gratulation, ja? Ich glaube, mit Level 32 bekommst du eine G40 Waffe. Also Level 40 für Level 1. Total sinnvoll. Wenn ich die bis dahin noch nicht habe. Ja, wenn ich so weitermache, habe ich das Geld bis dahin auch zusammen, wa? Ui. Die droppen immerhin 25 an Gold, ne? Das ist ganz gut. So. So. Muss ich nur haben für die Quest? Weiß ich nicht. 10. Habe ich jetzt 19, 18. Kann man machen, wa? So, oh, ho, ho, ha, je. Alter. Noch ein und gib mir das Richtige, dann habe ich diese Quest auch schon hinter mir. Du sag mal, hast du in deinem Leben eigentlich schon mal einen Bringdienst in Anspruch genommen? Essen meinst du, ne? Ja, ja, klar. Ja. Alter, ich sag's dir so geil, ich habe jetzt diese Woche, ich glaube es war sogar vorgestern oder so, habe ich das erste Mal in meinem Leben einen Pizza-Bringdienst in Anspruch genommen. Genau, das war dieser Feiertag, war das. Ich weiß nicht mehr welcher. Vatertag. Ja, muss Vatertag gewesen sein. Dönerladen im Ort zu, ne? Keinen Bock gehabt, um was zu kochen oder was aus dem Kühlschrank zu ziehen. Folglich, was machst du? Du erkundigst dich im Internet, ob du dir was bringen lassen kannst, ne? Gesagt, getan. Eine Stunde später stand die Pizza auf dem Tisch. Ach so, geil, Alter.
War zwar verhältnismäßig recht teuer, weil du hattest einen Mindestbestellwert, den du erfüllen musstest. Dankeschön und Heißt Dankeschön. von 8,50 oder so was, ne? Boah, nein, Alter, 25 Euro. What? Ja! 25 Euro Mindestbestellwert und dann musstest du noch irgendwie Gebühren draufrechnen von 2,50 fürs Bringen. Also im günstigsten Fall wärst du bei 27,50 weggekommen. Boah. Schon heftig eigentlich. Ja, zum Glück haben wir nicht so teure Lieferdienste. Aber ich glaube, es hängt immer vom Standort ab, wo du gerade bist, ne? Das kann natürlich sein, wenn du gerade in so einem Dorf wohnst, wo dann 20 Kilometer im Umkreis nichts mehr ist. Ja, ja. Ich glaube, du wohnst ja eher auf der Großstadt, wa? So. Na, was heißt Großstadt? Das ist auf jeden Fall ist irgendwo überall was. So einwohnertechnisch schon über 50, 60.000, wa? Kann ich jetzt gerade so nicht beantworten. Ja. Ja, ich wohne ja auf dem Dorf, ne? Und von dem her. Die Stadt mit, ich glaube, 40.000 Einwohnern ist knapp 10 Kilometer weit weg und der Bringdienst kam auch aus der Stadt. Naja, wie dem gesagt. Springen wir mal zurück. Wie das gesagt. Ist abgegeben. Ja, nice, ich wollte. Mein Gott. Zwei, drei muss ich noch killen, dann habe ich Level 20 voll. Ja, ich mache mich jetzt mal auf den Weg, ich lasse mal Questen liegen, ich mache mal 20 voll. So, dann haben wir insgesamt 28 Köpfe gesammelt, 3 Schwerter bekommen. Fast 11.000 Gold und BAM! Level 20. So, und jetzt kriege ich das User Interface nicht mehr an, war super geil. Ah, das ist doch. Übrigens, nur für you know what I mean, wenn du STRG und Z drückst, kannst du das User Interface ausschalten. Ach nee. Echt? Ja, ja. Also so, falls du es für nichts oder so brauchen würdest, ne? Ich muss also meine Freundesliste leer machen. Ich habe da einen Haufen Zeug zugesendet bekommen. Kann mal anziehen. Damit haben wir fast... was sagtest du? STRG? Ja, STRG und Z. Ach. Ist gut was? Für Screenshots und so, ne? Hab ich mir auch gerade gedacht. Hey Bruder, was geht ab? Vergiss nicht, die Ali die 5er zu bringen, Bruder. Ich vergesse nicht. Gut, ich gehe mal ganz kurz in eine Stadt, wa? Jetzt muss ich mir erstmal die ganzen Quests zusammensuchen, oh, das wird ja auch geil. Ich vermute mal, ich fange mal hier an, komm. Vielleicht habe ich bei dem noch eine offen, das weiß ich gar nicht. Denk mal, wenn ich 20 bin, können wir dann ja da mal an erstmal an so ein Päuschen denken. Also ich würde sagen, wenn wir 20 sind, machen wir noch diese Superquest da. Tun wir uns aber auch für die nächste Folge auf, so sparen. Nein, wir schneiden es eh in Folgen, also mit dem her. Psst. Ja, muss ja keiner wissen, Entschuldigung. Pardon. Scusi, scusi, wa? Ich habe jetzt genau 1111 HP. Geil. Bin schon so ein kleiner Tanker, ne? Mal zwischendurch potten, aber ich nehme hier die roten, dann krieg ich mehr XP. Ey, der Typ, der hat mein Messer, das geht gar nicht. Ich sollte mal treffen, das wäre wieder gut. Ja, das wäre durchaus, kann man machen, jo. So, was ist das für eine Quest, bla bla. Ah, das ist die Quest, eigentlich kann es auch geben, geil. So. Dann hat es da die Farmer-Typen, da muss ich auch noch Quests machen. Alter, ich bin dir so gerade so dankbar, dass ich das Zeug einfach nur ablaufen muss, ey. Oh. Das wertet mein Let's Play auf dem Channel gleich ganz auf, Alter. Was stimmt nicht? Mach ich, trotzdem. Lalala, okay. Nur gucken, wo ich da jeweils hin muss. Okay. Da muss ich in die Stadt. Was willst du, Kollege? Bla bla. Ah,
Ah, das war das mit der Bögen, wa? You cannot go to another region. Ach, was du nicht sagst, Alter. Noch Köpfe im Inventar hier, diese. Muss ich mal loswerden hier, diese komischen Köpfe da von diesen. Ja, ich müsste mal gucken, dass was loswerden kann. Ich davon eventuell, wenn da 15 oder 10 Köpfe, da könnte ich 3 aufmachen. Ich wäre ein bisschen XP und Typ. Naja. Ich muss mir da ganz kurz ins Lager, sei auch mal ganz kurz hier gezeigt. Das ist der sogenannte Storage Keeper und der Keep Storage. Das ME-System. Ja, das ist das ME-System bei Call Online, Alter. Very basic edit. So, die Köpfe mache ich auch mal. Wobei, die brauche ich vielleicht gleich. Die hebe ich mal auf. Komm. Jetzt muss ich erstmal raussuchen. Wo schickt mich der hin? Nirgendwo hin. Dieses Autonavigation, das funktioniert echt prächtig, Alter. Das ist echt Wahnsinn. Du klickst darauf und es passiert einfach nichts. Hier schickt er mich wohin und das weiß ich, wo es hingehört. Diese Phishing-Dinger sind auch witzig, ey. So, das hätten wir erledigt. Das waren nochmal 500 XP und ein Contribution Point. Sind hier zu finden, sind aber recht unwichtig. Dann müssen wir jetzt. Natürlich haben wir die falschen gekauft. Was hast du da verbrochen, Alter? Komm mal gucken, wo ich jetzt hin muss. Teleport gekauft, oder? Erde an Pumpa, bitte melden. Ich weiß nicht, wieso. Blue Warrior Heads, na super. Apropos super, ich weiß gerade nicht, wo ich meine Quest abgeben muss, ehrlich gesagt. Ach, das war in einer anderen Stadt. Kacke. Stimmt ja. Sind bald in die falsche Stadt gesprungen. Schwupps, machen wir einfach so. So, das kann man erstmal recht easy machen. Weißt du? Komm. Dieses Autonavigation ist sowas für ein Arsch. Anstatt dass er direkt hinläuft, läuft er erstmal durch die halbe Stadt, macht die Stadtrundfahrt. Ja, das muss doch gezeigt werden, wo überall die Städte sind. Ne? Hier auf der rechten Seite sehen Sie den Fischersee. Er steht seit 1946 und hat Tradition in Doksukaru Station. Hier fangen die Menschen bereits seit 1950 Fische für den Eigenbedarf. Auf der linken Seite sehen Sie den Lagerkomplex, wo Sie, auch wenn Sie möchten, Ihre persönlichen Gegenstände ablegen dürfen. Man merkt, es ist spät, er spinnt wieder rum. Wer, ich? Nö, ich mach nur meine Witze über das Spiel. Okay. Warte mal, bevor ich jetzt da gucke. Wo schickt er mich jetzt hin? Das ist die Frage. Das jetzt nachher, dahin. Wir müssen mal gucken. Also, die ich kann mich nur dran erinnern, diese Köpfe, diese Water Dragon Heads. Ja. War mal ein bisschen was Geld wert. Ja, könnte man vielleicht verkaufen, tatsächlich. Oh, wo muss ich jetzt hinschicken? Nach. Übrigens, das Pferd zu auswählen ist E. Ja. Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Funktioniert tatsächlich, jo. Aber gut, das spare ich mir erstmal. Für schlechte Zeiten, da muss ich jetzt hin. Ich brauche es ein anderer Bogen, ey. Der schickt mich einmal auf eine Weltreise, Alter. Das ist ja unglaublich, ne? Ich will ja keinen objektbezogenen Rassismus ausleben, aber ich kann es heute gerade nicht leiden, weißt du das? Naja, weil wenn du mich ständig gegen den Zaun lässt, ist es ziemlich ungeil. Jo. Ich glaube, da kannst du auch schon bald ein Lied singen.
Da kann ich mich gar nicht im Zaun halten. Wie lustig. Nicht. Bla bla. Ah, dann laufen wir mal zurück. Ich habe gleich die ganzen Quests abgearbeitet, glaube ich zumindest. Kann man ins Inventar gucken. Ja, wenn wir heute, wenn ich heute kein 20 schaffe, ist auch nicht so schlimm. Ja, wir haben jetzt mal knapp 3,5 Stunden bisher aufgenommen. Passt ja. Und von dem her musst du so rechnen. 4 Stunden sind 8 Folgen. Boom! Spoiler-Alarm! Hä? Wo ist Spider-Man? Ich will auch. Spoiler-Alarm! Ach so, nein, nein, nein. Ist ja kein Spoiler in dem Sinne, wa? Oh, du hast gesagt, wir haben 8 Folgen. Nein, aber nicht. Das weiß der Zuschauer ja nicht. Vielleicht haben wir ja, bis die Folge rauskommt, schon mehr aufgenommen. Das weiß man ja nicht. Ja, das könnte natürlich sein. Man weiß es ja wirklich nicht. Naja. So, von dem her wäre es, glaube ich, kein Spoiler. Okay. Ich habe jetzt alle fucking Quests abgearbeitet, wie es aussieht. Doof. Dann würde ich sagen, ich mache gerade mal exklusiv nur für meinen Channel noch eine Quest. So, bla 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 bla. Was willst du jetzt von mir? Ich glaube, da muss ich irgendwo hin. Wild Demon Soldier und Demon Shock Trooper 15. Ich sollte diese schlechten nur auf meinem Channel jetzt langsam lassen. Ich glaube, es wird echt nicht lustiger. Ne? No. Ich habe ein verbuggtes Item in meinem Inventar, voll geil. Ich habe im Task habe ich ein Item drin, was gar nicht da ist. Ich habe da so eine Message drin oder so ein Letter und davor ist ein leeres Feld. Okay. Ach, ich muss gerade mal reingucken. Ich weiß gerade nicht, was ich noch killen muss. Das sind die Wild. Ach so. Das müssen die Kollegen da sein, wa? Und die HBs sind teuer geworden. 18 Mille, wa? Teurer sogar. Ich glaube, bis zu 22 oder so. Oder? Keine Ahnung. Ah, im Shout. Yes. Im Shout für 5 Stück 18 Mille jeweils. Alter. Scheiß Liege, geh auf meinen Monitor. Na gut, ich glaube, die sind wieder billiger geworden. Und selbst wenn 18 Millionen sind immer noch teuer dafür. Ich finde, das ist für mich auch persönlich so ein bisschen der Grund, warum ich in letzter Zeit recht wenig gespielt habe. Also, so vor 2, 3 Jahren war es so, da hast du ja wirklich Tag ein Tag ausgesuchtet. Weißt du noch damals? Mhm. Oh, Alter. Da hat man quasi abends seinen festen. Alter, ich klatsch gleich diese Fliege, ne? Hat man abends seinen festen Zeitpunkt gehabt, so hat man sich so, keine Ahnung, 18 Uhr getroffen oder was. Immer an der gleichen Stelle und hat man da Monster gehauen. Jeden Abend. Mhm. Auch im Teamspeak und so war echt nett. Und ja, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Das ist irgendwie schade, weil irgendwie ist es immer mehr auseinandergegangen. Es sind immer weniger Spieler geworden. So, ihr habt da jetzt die Städte gesehen, ne? Du und ich und die lieben Zuschauer. Ist ja nicht mehr viel da. Und früher war mal alles voll mit Shops. Also überall Geld, lauter Player-Shops. Ja, ja gut. Okay, wird aber sein, wahrscheinlich. Ich meine, woran das liegt, dass es leer wird, ist klar. Aber es ist halt schon schade, dass es sich so verloren hat. So. Auch so mit gemeinsamen Leveln und so Party machen, theoretisch. Ja, das Problem ist, es stumpft irgendwann ab. Total. Ich meine, du kannst mal so irgendwo bei Haiti, Halligalli Rucksackfest im Insel, keine Ahnung wo, kannst du mal 3 Abende in Folge Party machen und total die Imba-Viecher wegklatschen. Aber irgendwann, es wird so generisch einfach, wenn du immer das Gleiche machst, ne? Ja. Ja.
Und das ist halt so der Grund, warum ich befürchte, dass ich bei Minecraft weitere 1000 Folgen voll bekommen werde. Weißt du? So viele von den Leuten, die ich kenne und die auch wissen, dass ich YouTube mache, ne? Raten mir, Junge, mach kürzere Folgen, mach bloß 15 Minuten, eine halbe Stunde ist zu lang. Das schaut kein Mensch an, da denke ich mir so, gut. Jetzt kann ich entscheiden, entweder ich mache 15 Minuten Folgen oder... Ey, stell dir mal vor, wenn du 15 Minuten Folgen machst, ja, dann bist du schneller an 1000, als du gucken kannst. Sagen wir es mal so, ich habe jetzt, lass mich rechnen, ich weiß gar nicht, ich glaube 63 Folgen oder so habe ich voll. Die Tabelle habe ich zugeknallt vorhin, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich müsste so auf die 65 Folgen jetzt produziert haben, ne? Jeweils eine halbe Stunde ungefähr im Schnitt. Manche sind über 40 Minuten, vereinzelte sind aber auch 20 Minuten. Das gleicht sich aus. Und sind immer unterschiedlicher Schnitt drin. Ja, ja. Je nachdem, wie viel Folgenmaterial du noch hast und lalala, wie es im Schnitt gerade passt, schneidest du es halt so. Und... es ist halt echt krass irgendwie, du hast deine 1000 sind eine Baustelle im Spiel, die du machen möchtest. Ich möchte mit Soundcraft anfangen. Ich habe jetzt im Let's Play gesagt, dass ich mit Musecraft anfangen möchte. Ich möchte irgendwann auch Strom produzieren. Ich möchte... keine Ahnung, was ich noch alles machen möchte. Es gibt so viel, was ich noch machen möchte. Mein Haus steht noch nicht mal richtig, Alter. Und guck mal, du bist, glaube ich, bei der... ne? ...vierten Folge. Derzeit habe ich hochgeladen bis Folge 59. Ja, und da hat dein Haus steht nicht. Nee, da steht bloß das Gerüst, Alter. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Und ich habe jede Folge irgendwie so was zu tun. Hier Höhlentour und da mit Soundcraft machen. Alter, Soundcraft wird so spannend, Alter, wenn das auf dem Channel rauskommt. So die Anfangsfolgen, naja, den ganzen Aspekt so am Anfang ist schon recht zäh, aber... wenn du mal die ersten magischen Sachen machst, Alter, das ist einfach geil. Tatsächlich habe ich bisher noch nichts gemacht in der Richtung, aber... was mir doch unheimlich Spaß macht, sind diese Forschungen, ne? Also quasi diese so Minispiele, kannst du fast sagen, sind das. Mm-mm. Wo du irgendwie die Aspekte verbinden musst und so. Am Anfang, als ich mit Soundcraft angefangen habe, ich meine, mit Soundcraft kenne ich mich ja ein bisschen aus, kann ich ja sagen, ohne dass mir wahrscheinlich jemand aufs Dach steigt, ne? Das war so schwer, ich bin kaum zu euch gekommen und jetzt, ich puzzle die Dinger fast auswendig zusammen. Das ist schon ein bisschen krass. Was ist das? Also Mockpacks kann ich das nicht alleine. Ja. Single Minecraft, da kann ich, kenne ich jedes Rezept fast auswendig. Mhm. Was ich jetzt zum Beispiel wiederum sagen muss, ist so mit, sag schon, wie heißt's? Mit Redstone-Schaltungen kenne ich mich überhaupt nicht aus, Alter. Kann ich gar nicht, Mann. Das ist Sauarbeit. Kann ich gar nicht, Alter. Ich habe sowas von keine Ahnung von Redstone. Ich krieg vielleicht so einen kleinen Schaltkreis hin, so, ne? So was ganz, ganz Minimales, ne? Aber ich erinnere mich, wir hatten ja mal auf dem Server zusammen gespielt gehabt, ne? Auf deinem. Hm? Und da hast du ja für diese Fisch- oder halt Salzfabrik war das, glaube ich, hast du ja so einen Schaltkreis gemacht gehabt, ne? Alter. Sowas könnte ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie sowas geht. Schon ein bisschen traurig. Ja, was ist das? Ne? Man hat. Ja, aber du hast jetzt angefangen, wahrscheinlich Minecraft zu spielen mit schon mit Modifikationen. Ich ja, hab's ja. Gespielt, da gab es noch keine Modifikationen. Würde ich jetzt mal so sagen. Der ganz bittere Anfang bei mir war ohne Modifikation, aber ich habe Minecraft tatsächlich, und ich denke, das kann ich sagen, tatsächlich wegen Gronkh angefangen. Es trug sich so zu, jetzt hole ich noch ein bisschen weiter aus, Erzählstunde für 5 Minuten. Meine Erzählungen sind immer so kurz, Alter. Ich war noch recht jung auf der Plattform YouTube. YouTube, dieses hast du meistens nur genutzt, um Musik zu hören, ne? Hast eingegeben, Band XY und, ja, hast halt da deine Lieder gehört, die du halt hören möchtest. Aber sonst hast du YouTube für nichts Besonderes genutzt. Und das war irgendwann letztes Jahr, habe ich quasi für mich entdeckt, dass es auch Persönlichkeiten auf YouTube gibt, die regelmäßig Videos rausbringen, was du dir ganz gerne angucken kannst, ne? So quasi als Fernsehersatz. Und tatsächlich bin ich erst über ein Minecraft-Projekt gestolpert, das kennst du vielleicht auch noch. Es nennt sich Minecraft Nero, das war irgendwie so ein... Nero, meinst du Varo? Nee, Nero heißt es tatsächlich.
Das ging auch nicht so lange eigentlich, was ich eigentlich total schade fand. Da waren so YouTuber dabei wie Unge oder Dena oder Felix von der Laden, wie er jetzt heute heißt, ne? Ach so. Ja, 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 ja. Ah, ja, ja. Und das war so mit so Dimensionen und alles. Das fand ich recht interessant und ich fand auch quasi so, keine Ahnung, ich fand es eigentlich interessant, wie es halt gemacht ist und. Boah. Dann war aber das Problem, dieses Projekt Minecraft Nero war zu Ende. Und kurz daraufhin hatte ich eigentlich nicht mehr wirklich Interesse daran, weil ich finde, für einen YouTuber gehören zwei Sachen dazu, dass du den als Zuschauer interessant findest. Zum einen muss das, was er spielt, interessant sein. Das musst du als Zuschauer quasi gut finden. Und zum anderen musst du als YouTuber eine recht interessante Persönlichkeit haben. Du kannst zwar ein Vollarsch sein, ne, und da gibt es bestimmt auch Leute, die, ja, keine Ahnung, es unterhaltsam finden, wenn du jetzt quasi von deiner Art, wie du bist, nicht so der, ach, keine Ahnung, du weißt, was ich meine, ne? Aber so in dem Sinne musst du halt schon irgendwie gucken, dass du einen recht netten Charakter hast, dass du irgendwie eine angenehme Art hast. Dass du auch, keine Ahnung, deine Zuschauer gut behandelst, wenn jetzt mal einer was schreibt, dass du nicht direkt irgendwie den Kommentar löscht, weil er dir nicht passt oder so. Jetzt musst du schon alles abwägen und ja. Das war halt irgendwie, ich fand dieses Projekt, Nero fand ich sehr interessant, aber es war dann irgendwann, war es vorbei und die Folgeprojekte fand ich irgendwie nicht so interessant und ich bin auch eher so der Typ fürs Längerfristige, ne? Und von dem her fand ich es irgendwie total schade, dass dieses Projekt dann vorbei war. Und hab dann diese YouTuber tatsächlich auch nicht mehr verfolgt gehabt, persönlich. Und ich weiß nicht, irgendwann bin ich mal auf Gronkh gestoßen. Total spät eigentlich. 2016, muss man überlegen, Alter. Der ist ja schon ewig dabei, ne? Ja, der ist schon. 2010. Urgestein. Ja, naja, mit einer der ersten. Die quasi. So, Level 19. Oh. Nice, ich bin jetzt 22. Was? Also nicht dein Ernst. Ja, doch, Alter. Wenn wir gelabert haben, habe ich da XP gezogen. Ich weiß gar nicht wie, Alter. Total übelst. Ich habe halt eine Quest gemacht, ne? Ah ja. Aber wir müssen ja nicht auf dem gleichen Level sein ungefähr. Das passt ja, wenn es ungefähr gleich ist, ne? Jedenfalls bin ich dann. Das war ungefähr bei Minecraft Live in der Wurzfolge 100 bei Gronkh. Bin ich tatsächlich auf Gronkh gestoßen? Ich weiß nicht. Es war. Du kannst fast sagen, Liebe auf den ersten Blick. Seitdem ich irgendwie da auf YouTube die Folge gesehen habe, bin ich irgendwie immer noch dabei. Ne? Und ich schaue inzwischen auch nicht mehr Minecraft-Let's Plays von ihm, nicht nur. Inzwischen schaue ich auch ganz andere Formate, ne? Ja, halt die Laufenden. Ja, ja, ja. Aber nicht nur die Laufenden, sondern auch so ältere. Ich wollte mir jetzt unbedingt Beyond the Souls von ihm noch angucken. Oder. Jetzt meine Stadt durch mal Klamotten verkaufen, ne? Von Turbinator wollte ich mir noch irgendwelche Formate angucken, die er mal gemacht hatte. Das hat so, du entwickelst halt quasi so einen Interessensbereich an YouTubern, die dir halt gefallen. Mhm. Ja. Und jetzt wollte ich, weiß ich gar nicht mehr, was ich eigentlich erzählen wollte. Oh, Alter, der rasiert mich gerade. Naja. Jedenfalls, jetzt weiß ich wieder. Das muss ich auch noch üben. So beim Erzählen verliere ich immer den Punkt, worauf ich hinaus möchte. Das ist total schlimm. Jedenfalls war es dann so, dass ich dann halt Live in the Woods gesehen habe und mich gedacht habe, boah, Alter, das ist so ein geiles Modpack, das willst du auch spielen. Dann habe ich mir tatsächlich das erste Mal seit langem wirklich wieder ein Spiel gekauft. Sonst ist es so, dass ich immer so Free-to-Play-Spiele gemacht habe, so, ne? Und sonst eigentlich nichts. Dann habe ich Live in der Wurz gesehen und habe mir gedacht, Alter, das willst du spielen. Und da brauchst du halt logischerweise, um Minecraft spielen zu können, brauchst du halt da einen Account, ne? Kennst du, ne? Und so trug es sich zu, dass ich zu Minecraft kam. Und anfangs habe ich mir halt erstmal gedacht, bevor ich das Spiel jetzt kaufe, probiere ich es erstmal aus. Das ist ja irgendwie diese 5 Ingame-Spieltage, eine Stunde Testzeit, ne? Kennst du das noch? Yo. Yo. Und da habe ich dann quasi in Vanilla Minecraft, ich glaube damals noch auf Version 1.8.0, ne? Ich mir da ein Haus gebaut. Es hat mir dann so gut gefallen, dass ich das Spiel dann gekauft habe und diese Map weitergespielt habe. Dummerweise ist mir dann Ende letzten Jahres, ich glaube so Oktober war das, also Richtung Ende irgendwann. Nee, Quatsch, das war noch ein Sommerferien, irgendwann war das. Ist mir mein PC abgeraucht. Ich hatte irgendein Festplattenproblem gehabt und konnte den PC nicht mehr starten.
Ich konnte zwar Daten retten quasi, aber ich konnte den PC nicht mehr vernünftig starten und musste quasi den PC neu aufsetzen. Traurigerweise ist diese eine, ja, ich sag's mal, Anfänger-Map, damals als erstes, was ich gemacht habe, ich habe ein Dirt-House gebaut, weil ich mich vor Zombies verstecken wollte. Jeder Minecraft-Spieler am Anfang. Diese Map ist leider verloren gegangen und tatsächlich habe ich mir dann, nachdem ich dann wusste, wie es geht, kurz darauf die Life in the Woods Map geholt. Ja. Und das ist halt so der Grund, warum ich Minecraft spiele und warum ich auch jetzt Let's Plays auf YouTube mache. Irgendwie. Ich bin halt so der Typ Mensch, der am PC sitzt und Minecraft spielt und irgendwann anfängt, laut zu überlegen, weil er mit seinen Gedanken im Kopf einfach nicht mehr klarkommt, ne? Da habe ich mir gedacht, hey, du hast das Spiel und du redest eh nebenbei, ne, vor dich hin. Das kannst du eigentlich auch aufnehmen, wa? Kannst dann auch deine Qualität ein bisschen verbessern, deine Moderation ein bisschen, ne? Ist ja alles drin. Und von dem her habe ich mir halt gedacht gehabt, ne? Das war irgendwann, ich glaube, Oktober, November, wo ich diesen Gedanken hatte. Ich weiß gar nicht, wie das dann kam. Dann kam es irgendwann Ende Dezember, Anfang Januar, wo ich mir spaßeshalber mal Open Broadcast Software, oder wie es heißt, also OBS halt, ne, runtergeladen hatte. Mir das mal angeguckt habe. Dann habe ich dann, das weiß ich noch, das war irgendwann im Januar der Tag, da habe ich dich dann angeschrieben, weißt du noch, so, ja, ich habe mir die Software geholt und voll geil, und lalala. Und da hatten wir beide die Schnapsidee, wir machen das Let's Plays. Und so kam es, dass wir jetzt auf YouTube Sachen hochladen. Oh. Okay, ich habe ihm jetzt so ziemlich den Mund fusselig geredet. Magst du mal die Moderation übernehmen, Alter? Wollte gerade vorschlagen, vielleicht mal ein kleines Päuschen zu machen. Das kann man auch machen, ne? Ja, machen wir mal ein Päuschen, oder? Willst du bloß eine Pause machen oder willst du für heute aufhören mit Ich denke, aufnehmen? ich mache für heute mal Schluss, ne? Wir haben ja schon ein bisschen was auf Reserve. Ja. Ja gut, dann, wer möchte abmoderieren? Kann ich machen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Na, natürlich Verlinkungen unten mit in der Videobeschreibung von dem guten alten Gold Mystery sowie auch Facebook, Twitter, etc., was uns noch einfällt bis dato. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession. Bis Bis dann. dahin, ciao. Mit V.